Es haben mir so viele Menschen einfach gesagt, dass es so schwierig ist, hier in Frankfurt eine Wohnung zu finden. Also an meinem Arbeitsplatz, wo ich den Arbeitsvertrag unterschrieben habe und so, die haben alle gesagt, das wird total schwierig und das wird eine ganze Zeit dauern und ich brauche da echt Geduld und was weiß ich. Und ich habe mich da am Anfang, wenn ich ganz ehrlich bin, auch so ein bisschen einschüchtern lassen und dann habe ich irgendwann echt so gedacht, nein, das stimmt nicht. Für mich gilt das nicht, weil ich bin ein Sohn des Allerhöchsten und ich habe mit dem Herrn dann echt Abendmahl gefeiert, bin davon umgekehrt und habe dann echt Glauben gehabt für eine Wohnung, dass ich mir in Frankfurt eine Wohnung aussuchen kann. Dass ich mir echt eine Wohnung aussuchen kann. Und ich habe eine einzige Woche gesucht, habe Besichtigungstermine, 8 Stück gehabt. Und ich habe 4 Zusagen gehabt, 2 engere Gespräche und 2 habe ich von vornherein gleich abgesagt. Und für die perfekte Wohnung habe ich einfach echt Glauben gehabt. Und genau die Wohnung ist es geworden. Und ich will echt dem Herrn alle Ehre geben. Falls du eine Wohnung brauchst oder du hättest gerne eine größere Wohnung, es ist nicht unmöglich, wie Martin es gesagt hat. Und wer nicht aus Frankfurt kommt, der versteht vielleicht das Problem dahinter nicht, weil es ist hier wirklich eine Herausforderung, eine gute Wohnung zu finden, überhaupt zu finden und eine, die man bezahlen kann. Also eine Kollegin von mir meinte, sie sucht gemeinsam mit ihrem Mann eine Wohnung und ihr Budget ist bei 2000 und selbst da finden sie nichts. Also es ist crazy. Ich habe letztes Jahr zum Herrn gesagt, oh Jesus, ich hätte gerne eine größere Wohnung. Ich hatte eine Einzimmerwohnung ohne richtige Küche und so. Ich dachte so, oh Jesus, ich hätte gerne eine größere Wohnung. Und dann hatte ich den Eindruck, ich soll gar nicht suchen, sondern es wird mir in den Schoß fallen. Und ich habe nicht dafür gebetet und ich habe mir aber insgeheim immer gedacht, oh, es wäre irgendwie voll schön, wenn ich eine Badewanne hätte. Es wäre irgendwie richtig cool, wenn ich in diesem einen Stadtteil wohne. Das ist so mein Traumstadtteil. Und irgendwann dachte ich mir sogar mal, oh, es wäre so cool, wenn ich wieder in Laufdistanz zum Fitnessstudio wohnen würde. Das würde mir so viel Zeit ersparen. Und dann, ein halbes Jahr später, ist eine Kollegin und Freundin, also es wurde klar, dass sie wegzieht. Und ich hatte ihr schon mal irgendwann gesagt, wenn du irgendwann mal ausziehst, dann denk an mich. Und dann hat sie sich an mich erinnert. Und innerhalb von kurzer Zeit ist sie aus der Wohnung ausgezogen. Ich konnte einen riesigen Kleiderschrank übernehmen und alle Lampen. Ich musste fast nichts in der Wohnung machen. Die Wohnung ist in dem Stadtteil, in dem ich sein wollte. Das Budget, also es ist eine 3-Zimmer-Wohnung für einen Preis. Also das ist einfach verrückt. Also es ist crazy. Es ist mit Badewanne, es ist im Erdgeschoss. Es ist eigentlich alles, was ich haben wollte, für was ich nicht gebetet habe. Und ich fühle mich einfach nur beschenkt mit Geschirrspüler. Das ist wirklich, yes. Und ich fühle mich so beschenkt. Das ist so krass, weil ich nicht dafür gebetet habe und nichts dafür gemacht habe. Und deswegen, Gott ist einfach ein guter Vater. Und egal, was du für eine Not hast, Gott wird dich versorgen. Es ist nicht unmöglich bei ihm. Ja.